Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play Tear, The Awakening. Das letzte Mal haben wir damit geendet, dass wir in den... den Lebensbaum uns angeschaut haben und auch gleich die erste Begegnung mit jemandem hatten, der was vom Lebensbaum wusste, einem alten... Weil der offensichtlich schon lange tot ist, der mit seinen Freunden den Lebensbaum zerstört hat. Naja, gut. Jetzt gehen wir weiter zur göttlichen Quest. Schauen wir mal, wie das ausschaut. Drei Skelette. Können wir das automatisch lösen? Drei Skelette können echt nicht so schlimm sein, oder? Boah, Gebiete. Leila hat eine Wunde abgekriegt. Wir hätten das nicht automatisch lösen lassen sollen. Ärgerlich. Okay. Gepanzerter Arm. Was kann das? 9 Schaden und 5. Das macht 3 Schaden und 4 und ist minderwertig. Okay, das wollen wir gleich umwandeln. Oh, 16 und 3. Wir behalten uns dabei einmal. 3 Schaden und Gift. Nicht behalten. Behalten wir uns einmal. Durchsuchen wir den Ort. Remains of an old town, built in solid stone, with a large central building, that even in its crumbled and rotting state looks very impressive. Like many such places, you feel the cold draft of the ever-present dark mist, lurking in every corner. Okay. You see a faint light coming from one of the towers in the central building, and you know this is where you must go. Wir untersuchen es. You enter the old building. And soon realize it must have been a place of great knowledge, as even in the entrance hall there are vast shelves with remnants of books on them. Okay. Indeed, as you go in deeper, you find a rusted shield with the words, "The pen is mightier than the sword, and the sword of knowledge defeats any foe." Before you make another step, you are met by a hooded stranger. Welcome to the Grand University of Cracovia. Schon wieder? How may I be of assistance? He chimes, as if nothing was awry in the world. Wie oft treffen wir diese Universität eigentlich? Die Universität von Krakau im Übrigen, die ist von Österreich gegründet worden. Das war die erste polnische Universität überhaupt. Wer seid ihr und warum seid ihr noch hier? Es scheint hier nicht sehr gastfreundlich. I am the porter, of course. Here to meet and greet you and direct you to the faculty you seek. So are you here for the tour, to sign up, or perhaps you've come for the board meeting? Dieser Ort liegt in Ruinen. Seid ihr wahnsinnig? Für den Rückgang? Eine Vorstandssitzung? Was wird dort besprochen? Excellent. You must be from another foreign delegation then. I've been told there might be latecomers. The board meeting is on the third floor, in the Thorn Rose room. You look towards the stairway, okay. And you see it is crumbled and full of cracks, but it should be fine to climb. Na gut. Dann gehen wir nach you oben. You go upstairs and find many more empty, eerie rooms, filled with rotten bookshelves and destroyed books, laboratories with smashed equipment, and lecture rooms with decaying tables and the stench of death. But as you enter one such lecture room, you see that at the center, by a large round table, sit 6 people, dressed in academic gowns. Okay. Wissenschaftler. Nähert euch dem Tisch. Hallo? Na, wir sagen Hallo. Das sind Wissenschaftler. Ha, den haben wir schon mal gesehen. Gerade eben vorhin. And an old man's face stares at you. Hello there. I see you have come seeking answers, yes? How did you find us? We were cursed long ago, never to be found by a living soul, and I dare say you look alive. Ja, was weißt du schon? Nun, ich nehme an, das war nur ein Traum. Unser Gott wies uns an, hierher zu kommen. Ah, so they are finally strong enough to try and regain their powers, and so they send you to seek answers. Und was wisst ihr über die Macht unseres Gottes?
Ja, vermutet richtig. Was wisst ihr also darüber? Na, gut. In short, we were the ones who took the power of the Pantheon to ensure okay. our colleagues could burn the cosmic tree without interference. Ah, das sind die Typen, die die Götter geschwächt haben, während die anderen den Baum niedergebrannt haben. Ausgezeichnet. Ihr nahmt den Göttern ihre Macht. Das ist nicht euer Ernst, oder? Was? Ihr nahmt den Göttern ihre Macht? Wie? Gut, ich habe das Gefühl, dies hier wird eine längere Angelegenheit. Sagt mir einfach kurz und knapp, wie ihr das angestellt habt. Und wie wir es rückgängig machen können. Ah, the impatience of youth. In short, we were lied to and told the gods sought to destroy Thea. We hatched a plan to distract each god from their given duty, all at once, so that they cannot help each other. To do this, we needed powerful magic, and the only one willing to help was no other than the famed Dark Lord, scourge of many a great battles and heroes of the past. Okay. As expected, his help cost us dearly, but we did succeed. Each god and goddess was tricked in their own way, but there is a way you can help your own deity to restore some power. Okay, das klingt für mich verdammt übel und dumm. Doch, was auch immer, wie sieht diese Möglichkeit denn aus? Before I tell you, we must ask a favor. We have been cursed to stay here, neither alive nor dead for eternity, as punishment Tja. For our actions. A sentence we accepted vernünftig. With grace and understanding. It is not often you get to destroy the world and nearly kill off gods. However, we wish to be freed now. Was? Wer hat euch denn bestraft? Eine gute Frage. Once champions of the gods, like yourselves, realized our crime, they came to seek retribution. But the Dark Lord wanted to be sure the world burns, and so he cloaked this place from any mortal eye. Without the god's guidance, no one could find us and learn the truth. Then came a lone spirit, claiming to be an echo of the Pantheon. The spirit cursed our souls to eternal damnation for our arrogance, making us unliving and bound to this building till okay. the end of days. Könnt ihr befreit werden, wenn es sich um einen Fluch handelt? Könnt ihr getötet werden? There is a way to try and free our souls from these unliving bodies. With the underworld shut, we will still roam fear, but at least we will be free. Okay. Die verdammte die Welt, naja gut, aber sie sind selbst reingelegt worden. Warum glaubt ihr, die Freiheit zu verdienen nach all dem, bla bla bla? Yes, many of us share your enthusiasm for the punishment. We are tormented by our faults, believe me. But to be stuck like this forever. If you kill us, we will only suffer the pain of death. But eventually, we will return, marked by another scar. But if you use your connection to the gods to break our curse, perhaps we can be released. Das sagt aber nicht, das begründet aber nicht, warum ihr freigelassen werden solltet. Das war eine Themenverfehlung jetzt. Ihr habt Thea zum Tode verurteilt und noch schlimmer, ihr habt die Waffen gegen unsere Götter erhoben. Ihr sollt die Strafe erleiden, zu der ihr verurteilt wurdet. Jetzt die Ordnung tot. Na super. Wie soll man es nun umbringen? Sie können ja gar nicht umgebracht werden. Eure Untaten sind verabscheuungswürdig. Eure Arroganz geht über jedes Maß hinaus und eure Dummheit, den dunklen Mächten zu vertrauen, ist unglaublich. Euer Schicksal erscheint jedoch schrecklich und es macht nur wenig Sinn, in dieser Welt noch mehr Leid zu verursachen. Ja, ja, okay, wir sind die guten Menschen, wir machen das. His face twisted in a mixture of fear and sadness. I have imprinted the location you seek in your minds. You will find it whenever you seek it. Es wäre ein göttliches Recht, euch hier verrotten zu lassen. Doch im Licht eurer Untaten scheint es keine Genugtuung zu sein. Unser Herr mag zwar der Ansicht sein, eure Strafe sei mit diesem Fluch abgegolten. Ihr sollt jedoch auch einen Tod durch unsere Hände sterben, um euch an das Böse zu erinnern. Naja, okay. Unser Herr der Sonne herrscht mit strenger Hand, doch vielleicht können wir ihn von seiner Vorgehensweise abbringen und diesmal Gnade walten lassen. Wir werden versuchen, das Ritual durchzuführen, um euch zu befreien. Oder als die rechte Hand seines göttlichen Vaters glaubt Svarok an die göttliche Gerechtigkeit, nicht an die sterbliche Rache. Ihr wurdet verurteilt und werdet eure Zeit absitzen, bis das Pantheon sich anderweitig entscheidet. Geht. Wieso hat das auch drei Totenköpfe? Wir machen das Intellect-Ding, da können wir vielleicht
Das können wir vielleicht überleben. Ich glaube nicht, dass uns das umbringt. Ich hoffe es zumindest, wenn wir das verlieren. Und wir haben den Myrtle, der ist gescheit, offensichtlich. Puh, arg. Okay. Und wir sind mehr Leute als die. Wobei andererseits bist du deppert, das macht Schaden. Level 7, verwirren 4, verwirren 2, verwirren 4, verwirren 2. Irre. Irre. Das macht 12 Schaden. Wir können zwei Sachen legen. Also wir legen sie und... erste Aktion 7. Ah, wir können ihn nach vorsetzen. Das ist gut. Wow, die halten alle ganz schön viel aus. Das war jetzt nicht sehr klug. Die haben alle Stufe 7, das heißt verwirren können wir die auf jeden Fall nicht. So, jetzt machen wir mal erste Aktion 7. Der hat auch Gegentaktik 7. Gehen wir mal den Myrtle vor und machen wir mal Gegentaktik 7. Das glaube ich nicht, dass wir das überleben. Erste Aktion 2 haben wir noch und verbündeten Schützen 5 zweimal. Na, das können wir gar nicht überleben, das werden wir verlieren. Verbündeten Schützen. Achso, geht gar nicht. Wir haben nur einen zum. Au. Autsch. Nochmal mal verbündeten Schützen. Obwohl ich fürchte, das wird nicht viel bringen. Na, no. Keine Chance, keine Chance. Nie und nimmer. Wir machen viel zu wenig Schaden. Das waren drei Dings, das waren drei Totenköpfe. Ich will gar nicht wissen, wie der Kampf gewesen wäre. Oh wow. Ja, geht mal auf. You take your time to meditate and find your inner peace. In this place of sorrow and darkness, you seek a link to your gods by opening up your hearts and souls. But this place has been stained with too much darkness and evil, and your connection to the gods is too weak to aid the scholars. The professors only nod in thanks and return to their table, debating a theory of why you failed. They do not respond to any hails, and so you are left with no recourse but to leave the place. As you do, you feel the great disappointment of your gods weighing down upon your shoulders. Yes. But at least you know where to go and seek more knowledge next. Na toll. Mhm. Da,
Wo ist das? Wo sind wir denn da? Gut, ich überlege gerade, ob wir da gleich raufgehen sollen oder ob wir da noch weiter erkunden sollen. Hey, wir könnten da so rundum umgehen. Das ist keine schlechte Idee und da ist die Sehenswürdigkeit, die könnten wir auch anschauen. Okay. Aber dennoch nicht so schlecht, weil... Immerhin... So, gehen wir mit euch auch weiter. Oder bleiben wir mit euch noch eine Runde da? Ey, da ist die Eisprinzessin. Aber eigentlich will ich dort nicht hingehen. Ich will zum Quarz dann. Wo ist denn das Quarz? Da nicht. Hallo Quarz? Da. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich mit denen da so gehen sollte. Vielleicht sollte ich mit denen von da oben auch runterkommen zur Eisprinzessin, um die da zu schützen. Das könnte mein letzter Fehler gewesen sein, mit dieser kleinen Gruppe da einfach so rumzurennen. Auf zur Eisprinzessin. Ein bisschen weiter weg von all diesen ganzen Dingern. Dann werden nicht wir angegriffen, sondern die anderen. Ah, da ist unser Quarzfeld. Da wollen wir hin. Schaut das aus? Ja, ich baue es eh noch brav weiter. Das Spiel ist gleich fertig. Juhui! Wir haben einen Speer. Ja, aber so gut ist der jetzt auch wieder nicht, oder? Ja, auf jeden Fall besser als das Ding. Knochen, naja. So, na dann. Ja, wir machen das. Das machen wir automatisch, das geht schon. Brustkorb. Ah, der bringt genau nichts. Den verkaufen wir. Was ist das? Das ist auch ein Wurscht. Verkaufen wir auch. 7, das könnte passen, das nehmen wir mit. So, da ist die Eisprinzessin. Sammeln Quarz, wir sammeln Quarz, wir sammeln Quarz und hoffen Quarz. Mhm.
Gut. Und das hätten wir auch. Was bauen wir denn? Wir könnten so einen Wachturm. Aussichtspunkt von dem aus größere Entfernung übersehen kannst. Die erhöhte Sichtbarkeit der Umgebung des Dorfes wird nicht mit anderen Wachtürmen kumuliert. Ob das wichtig ist? Machen wir es mal. So, woraus können wir diesen Wachturm bauen? Ah, wir haben noch genügend Quarz für einen Wachturm. Und Dunkelholz. Und 14 Forschungspunkte. Macht das einen Unterschied, ob ich das da mache? Auch Sicht 3. Auch Sicht 3. Billiger als das hier. Was wollen wir da Knochen machen? Da haben wir nur Sicht 2. Ja, das passt schon. Bauen wir das da. Du kannst das da bauen in der Zwischenzeit. Schauen wir mal. Die kommen da jetzt eh nicht weiter bis zur Eisprinzessin. Dann machen wir nächste Runde. As you look around and admire the world, you see something of interest in the distance. Na, dann untersuchen wir es doch gerade mal. As if coming from a chimney, somewhere up ahead, perhaps there is a small settlement nearby. Untersucht es was? Voraus erkennt ja ein wenig was. Vielleicht gibt es in der Nähe eine kleine Siedlung. Geht weiter. Was? Das war's. Ah. Das da haben wir entdeckt. Schau, schau. Schau mal. You follow the map given to you by the Princess Susanna. It seems at least the tower itself is no myth, as you stand before an endlessly tall structure made of pure rice that defies any laws of nature. Okay. Wir sind in Westeros angelangt, und zwar bei der Dings, bei der Wall. Naja, dann gehen wir halt rein. And so you enter without any trouble. Inside you see a stairwell that seems to go on forever. As you step on it, you feel the chill of the ice going through your bodies. The walk is long and monotonous, but finally you arrive at the top of the tower and you stand among the clouds. Na, suchen wir nach der Prinzessin. You take a few steps forwards, and you see the princess sitting royally on an icy throne, her body frozen still and only her eyes moving. You hear her voice in your heads, angry, changed. More malevolent and inhuman than before. So you have come. Will you gloat at my defeat, or will you take part in my glory and claim great treasures for your people? This tower has always been a trap, waiting for me to arrive. He designed it so. Only now you notice a large black swan sitting on a ledge up above the throne, frozen just as the princess. She continues. But it was not a lie. You see the pearls I wear on my neck?
They bring great power, but they also unlock a secret chamber, one filled with treasures. Schätze klingen gut. Und wir sollen euch das glauben? You see a Wraith, one of the Royal Guards, appear before you. No, please don't do it. It took us so long to get here. Finally she is trapped. Finally she can do no more evil. Oh. If you help her, her power will be unleashed once more. Was? She is evil, whether from birth or by her parents' neglect or a curse. Who knows and who cares? She is what she is. But she is still of noble blood, and we have sworn to keep her safe. This was always the plan, to get her here. Only the darkness came and made it hard for us to find it. Just leave this place, please. Na, um Himmels Willen, habt ihr irgendetwas anzubieten, wenn wir eurer Bitte nachkommen? Nun, sie scheint tatsächlich eine königliche Plage zu sein. So viel ist sicher, ich denke, wir gehen dann mal. Na okay. The princess's voice screeches in your head. Shut up. Listen to me now. Strike down the black swan's head and burn it in a fire. This will release me. I will then open the vault for you. Okay. Verschwindet aus unseren Köpfen, Prinzessin. Wir überlassen euch eurem Schicksal. Vielleicht lernt ihr etwas, wenn ihr auf eurem Eisthron sitzt. Nun, tut mir leid. Sie hat die Macht und sie ist bereit zu teilen. Naja, klar. You leave the tower behind you and you see a thick mist devour it in its white milky veil. You walk a few steps more and find a small bundle on the ground with a black swan's feather on it. Inside there are some precious gems, but also a book containing the story of the Ice Mountain and its small kingdom. From it, your people learn many useful skills. Oh, schau an, wir haben Intelligenz gekriegt und Folklore. Schau da was an. Das ist gut, das werden wir brauchen für die nächste Intellektaufgabe. Ausgezeichnet und 3 Forschungspunkte haben wir auch gekriegt. Hey, lasst ihr meine Ahne. Yay, wir sind Level gestiegen. Gesundheit, Stärke, Wahrnehmung, Stärke und Gesundheit für die Expedition 2. Ist okay, sammeln wäre für die ganz gut gewesen. Heilkundler, na schau dir was an. Plus 1 auf Fallen, plus 2 auf Kräuterkunde, plus 1 auf Taktik. Da haben wir plus 1 sammeln gekriegt, naja. Plus 2 Folklore, plus 1 vielen. Wofür brauchen wir Folklore eigentlich? Intellekt und Zauberherausforderungen, na schauen. Haben wir schon jemals eine Zauberherausforderung gehabt? Ich glaube nicht. Aber Intellekt haben wir vorhin verloren, wie nur was. Ja, ja, wir jagen das. Warte mal, Mist. Scharfe Stimmen. Gar nicht mal so. Naja, okay, nein, das ist eine Axt. Verkaufen. So, warte mal. Wir gehen darauf, nicht, dass der Expedition 2 was passiert. Schauen wir mal, was haben wir. Oh nein, nein! Nicht diese Sachen essen, ihr Wappler. Ach gut. Okay, du hast noch nichts gefunden, was wir mit heimnehmen wollen. Gut. Dann haben wir das verdächtige Haus. Da oben ist die göttliche Quest. Okay, wir gehen über das verdächtige Haus zur nächsten göttlichen Quest. Oder? Wenn wir die zwei. Na, ich glaube, wir werden diese zwei Lager da zuerst einmal zerstören.
Ja. Wir haben eine schwere Rüstung fertig gemacht. Schauen wir mal. Boah, einiges stärker. Aber auch schwerer. Wie schwer? 140? Geht sich das aus? Ja, geht sich aus. Schauen wir mal. Können wir noch eine schwere Rüstung machen? Wir brauchen dafür. Dunkelholz haben wir noch. Oder warte mal. Ah, wir haben nur zwei. Wir haben zwei Gold zu wenig. Ja, da können wir das Gold einsetzen, zumindest. Und da oben nehmen wir das Dunkelholz. Haben wir noch Kohle? Oh, mehr ist genug Kohle. Immerhin 17 Erfahrungspunkte. Nicht schlecht. Und 17 Rüstung ist auch nicht so schlecht. Mit 240 ist es zwar relativ schwer, aber um ehrlich zu sein, und vielen 5. Ja, das machen wir doch glatt. Okay, wir sind da nur 4 Leute. Mal schauen. Sind eh Gott sei Dank relativ wenig. Wir neu mischen wir schon einmal. Vielleicht kriegen wir den Starten in die vordere Einstellung. Nein, natürlich nicht. Das wäre auch zu einfach gewesen. Na okay, spielen wir halt. Ja, wir dürfen anfangen. Na gut. Fangen wir mit der Helena an. Juch. Ekelhaft. Zerbrochenes Skelett. Nicht mehr ganz so zerbrochen. Ja, doch, es ist zerbrochen. So, 10 und 16 sind insgesamt. Ah, wir sollten die Helena hätten wir irgendwie stärker machen sollen. Hm. Aber warte mal, Gegentaktik 4. Klingt gut. Das klingt gut. Und du gehst einfach rein. Das erste Skelett ist auf jeden Fall tot. Das zweite macht nur 4 Punkte Schaden. Das bleibt in der Rüstung hängen. Ausgezeichnet. Ist wurscht eigentlich. Dieses Skelett wird es nicht überleben. Richtig. Was kann das? Einmal nichts. So kaufen wir, was kann das? Immerhin plus 1 auf Wille. So.
so natürlich. Irgendwie gut, wenn wir noch ein paar Leute kriegen würden. Wir jagen die. Das geht automatisch. Was kann das? 6 Rüstung und 1 Geschicklichkeit. Naja, okay. So, was haben wir gesagt? Wir werden zuerst darüber gehen. Hey, Spinnies. Their okay. Eyes are blackened from the corruption of the darkness, and their faces are gaunt and dried up. Only their bones remain in perfect condition, the last remnant of their bygone heritage. One steps up and spits at you before speaking. You have entered our sacred land. Now leave us some of your equipment as tribute for your sacrilege, or die. Warte. Auf keinen Fall werden wir euch töten, Elfen abschauen. Ich gebe euch gar nichts. Gibt's ja wohl nicht, Elfenmagier, Waldelfen. Das müssten wir eigentlich schaffen. Im Kampf sind wir ja schon ziemlich gut. Ja, besseres, aber. Wir machen zuerst den ersten Schlag. Oh, Mati Dusche, du bist ein Monster. Oh. Na, hörst du? Bist du irre? Die machen nicht schlecht Schaden. Jetzt weiß ich wenigstens, warum das 3 Punkte waren. So, warte mal. Erste Aktion 11. Erste Aktion 1. Das heißt, die Matidusche könnten wir noch vor. Da haben wir erste Aktion 4. Das heißt, den könnten wir auch vorgeben. Geben wir mal die Matidusche vor. Und Kati, du machst das auch, weil wir können das auch. Das können jetzt nicht nur ihr, das können auch wir. Ha. Daneben. Verwirren 3, verwirren 8. Ist cool. Ist die Aktion 4. Da können wir ihn auf jeden Fall noch vorschicken dann. Aber das können wir ganz am Schluss auch machen. Machen wir zuerst sie. Dann. Und dann machen wir gegen Taktik 1, nein, verwirren. Verwirren 8. Die machen 20 Punkte Schaden, bist du irre. Verbündeten unterstützen. Verbündeten schützen. 15, das ist nicht schlecht. Was werden wir jetzt machen? Die haben alle diese Dinge, deswegen will ich auch keinen. Also nur damit ihr versteht, warum ich jetzt niemanden reingenommen habe. Weil wenn ich jetzt jemanden reinnehme, dann kommt der davor und haut auf ihn. Und das will ich auch nicht. Mhm. Oh. Fast, naja gut.
So und so. Und du kriegst eine erste Aktion. Das heißt, du haust als erstes zu. Das war nicht klug. Ich hätte das vorher mal. Ach Gott. Ah, wobei, warte mal. Effekt Gift, das kommt ja auch noch dazu. Ja, schauen wir mal. Ob er den mit einem Schlag killen kann, das wäre super. Nein, leider nicht. Schaden mehr ab. Ich habe befürchtet, wir kriegen noch was ab. Aber wir machen insgesamt sehr viel Schaden. You have defeated the elven attackers. They had some usable equipment on them. Ja, und wir haben 5 Wunden gekriegt. Au. Eine Armbrust. Das ist gut. Was kann das? Das kann nichts. Was kann das? Das kann nämlich auch nichts. Oh, 16,7. Puh, das schaut nicht schlecht aus. Das nehmen wir mal mit. Achso, das ist ein Rubin. Was haben wir da? Leichten Schrittes. Na, schau an. Ein Buch der Weisheit. Was kann das? Ah, es macht +2 Intelligenz. Und noch ein. Oh, und 13 mal Altholz. Ausgezeichnet. So, warte mal. Ach Mist, wir können leider nicht mehr lagern, aber wir können gleich Leute ausrüsten mit dem Zeug und dann machen wir für heute wieder Schluss. So, na, du kannst nichts mehr tragen, du bist wohl zu schwach. Obwohl das Ding ist, das Buch könnte man dir geben. Geht sich das aus? Kann der das Buch tragen? Wo ist denn das Buch? Dealer, du kriegst vielleicht einen von den Bögen. Geht sich das aus? Ja, das müsste ich ausgehen. Du kriegst den besseren Bogen. Du hast schon einen Bogen, du hast schon einen Bogen, du hast schon einen Bogen. Kathi, du kriegst auch noch einen Bogen, den schwächeren von den Bögen. Immerhin. So, schauen wir bei dir außerdem. Vielleicht macht es Sinn, dir diese Monsterwaffe da zu geben. Die macht mehr Schaden und Abschirmung. Kannst du da jetzt noch ein Schild tragen? Kann sie? Das ist ja cool. Wieso kann sie das mit einer Hand tragen? Ist aber nicht schlecht. Ist die schon so stark? Hm. Na gut, wie schon gesagt, an dieser Stelle, Herrschaften, werden wir für heute Schluss machen. Ich wünsche euch noch eine schöne gute Nacht, schlaft gut und träumt was Schönes.